Guten Morgen und herzlich willkommen zur Folge 44 von Janas Nine Summer. Ich bin Johanna und ich möchte euch wieder einmal zeigen, was ich in der letzten Woche so getrieben habe. Ja, und zwar, es ist etwas fertig geworden. Genau zwei Teile. Ich hatte ja gesagt, bevor ich irgendwas Neues mache, will ich erstmal wieder ein bisschen abbauen. Und das habe ich gemacht. Das erste Paar, was fertig geworden ist, ist ein paar Socken. Sozusagen mein erstes in diesem Jahr. Und zwar sind das die Elefantenhautsocken. Aus der Schoppel Admiral in der Farbe Elefantenhaut. Genau. Das sind die Admiral Hanf Socken. Die erste hatte ich schon fertig. Und bei der zweiten, hatte ich euch ja erzählt, nach meiner langen Socken-Fersentirade brauche ich da jetzt nicht mehr drauf eingehen. Wer das hören möchte, der kann das nochmal nachvollziehen im letzten Video. Ja, hier kriege ich gerade einen kleinen Gast. Unsere kleine Misha. Ja, ich bin furchtbar neugierig. Kann ich hier mit Wolle rumbasteln, ne? Ja. Also, wer sich für die Fersen interessiert, was ich da erzählt habe, der kann ja nochmal zurückgehen. Wenn ich das jetzt nochmal alles erzähle, wird das wieder so ein furchtbar langes Video. Also, da war ich hier gewesen, vor der Ferse. Bei dieser Socke habe ich wieder mal Bumerang gestrickt. Und bin damit zur Erkenntnis gekommen, dass ich, glaube ich, nicht mehr ohne weiteres Bumerang stricken werde. So, zum Thema Bumerang, ohne wirkliche Zwischenrunden bin ich gefragt worden, ob ich die Technik mal zeigen kann. Diese Technik, die hatte ich ja von dem von Ronny, von It's Something. Der Kanal existiert ja nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Entweder ich kriege es schön aufgeschrieben, sodass ich euch das zeigen kann. Oder, ich muss das mir nochmal überlegen, ob ich das hinkriege, dass ich vor der Kamera stricke. Das weiß ich noch nicht. Aber wenn, dann werde ich es als eigenes Technikvideo hochladen, damit sich das derjenige angucken kann, der da auch Lust drauf hat. Wir werden es sehen. Genau. Ach so, das war eine Größe 38, 39. Ja, ich mache da immer dieses Gummi drum. Von der Banderole ist es ja nicht, sondern dieses Gummi von den Knollen. Dann fliegen mir die einzelnen Socken nicht so durch die Gegend, bis ich euch das gezeigt habe. Genau. Ja, und ich habe noch was fertig. Und zwar... aus einem Schoppel Jeansball, Farbe Kraterblick. Sieht man auch ein bisschen durch die verschiedenen Rottöne hier. Auch 38, 39. Ja, da hatte ich auch die erste Socke fertig und da hatte ich ja gerade erst angeschlagen. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich nicht mehr so gut sehen kann. Zumindest nicht mit meinen dunklen Nitros abends bei Kunstlicht. Und dann ist Anschlagen oder Ferse stricken mit dunklem Garn oder ist dann nicht mehr so. Das ist zwar jetzt nicht dunkel, aber es ist immer noch Anschlagen. Dann mache ich mir das halt ein bisschen leichter, indem ich das tagsüber mache. Und da ich ja ein paar Socken hatte, wo der zweite Socken fehlte, habe ich das gleich vorsorglich gemacht. Und das hat auch gleich dazu geführt, dass die zweiten Socken gleich dazu gewandert sind. Ja, 38, 39 habe ich gesagt, ne? Genau, letztes Mal hatte ich auch erwähnt, dass ich die vielleicht auf 2,25 hätte stricken können, weil mir das Maschenbild an sich ein wenig zu locker ist. Es ist noch schön, es ist nicht löchrig, aber ich mag es gerne dichter. Ja. Dann muss man natürlich halt ein, zwei Runden mehr dran stricken, damit es mit der Länge vom Fuß wieder hinhaut, ne? Aber das ist ja kein Problem. Ja. Es ist schon etwas fortgeschrittener Vormittag, daher ist hier etwas mehr Verkehr. So, und dann bleiben wir mal bei den Socken. Ich sag's gleich, an den Zauberball-Socken und an den Opal-Socken habe ich nicht weitergemacht.
dafür an den Malachitsocken. Und die Malachitsocken hatte ich ja auch wiederum wie letztes Mal einen Schuh fertig. Und die Farbe, die kommt jetzt eigentlich ganz gut rüber. Hier sieht das aus wie ein Loch, weil da habe ich den Faden angesetzt. Ich habe vom letzten Knäuel, ich habe ja mehrere, einfach weiter gestrickt den Rest und habe wieder neu angesetzt. Es ist die gleiche Partie und dann habe ich nicht so große Reste. Ne? Beziehungsweise ich behalte jetzt hier den Rest und werde vielleicht daraus nochmal eine zweite Socke stricken können. Bei einfarbigen Garn ist das ja kein Problem. So, und bei der zweiten Socke bin ich jetzt soweit. Ich werde jetzt nochmal 20 Runden stricken und dann kann ich da auch schon die Winterferse anfassen. Genau, das war auch nur so gerade angeschlagen gewesen. Ja, wie gesagt, Farbe Malachit, ebenfalls Admiral Hahn. Und ja, das wächst. An meinen Opalsocken habe ich nicht weiter gestrickt, weil es mir abends bei Kunstlicht zu schade um den Farbverlauf ist. Da fand ich das mit diesen einfarbigen grauen und einfarbigen malachitfarbenen besser, weil da ändert sich ja nichts. Und ja, also ich wollte gerne bei den Opalsocken den Farbverlauf miterleben, sozusagen, und bei den Zauberersocken auch. Holla die Waldfee. Ist heute ein Verkehr. So, sage ich immer jedes Mal, ne? Kann das sein? An meinem Raglan habe ich auch weiter gestrickt, aber zwei Runden. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Das mache ich, wenn ich da wieder ein bisschen weiter bin, weil es geht jetzt nur noch am Körper weiter runter. Genau. Wo wir bei Raglan sind. Ich habe meinen Raglan an, den ersten, den ich gestrickt habe. Das ist sozusagen ein Stino-Raglan. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Milka-Kuhstreifen reingemacht, ne? Wie ich gerade lustig war. Genau. Also das Einzige, was ich jetzt bei meinem neuen Raglan geändert habe, hier habe ich ein doppeltes Bündchen gemacht und ich hatte keine verkürzten Reihen am Hals hinten gestrickt. Stört mich jetzt auch nicht, aber bei anderen Pullovern stört es mich schon. Aber hier geht's. So, ist halt ein Stegrasen, ne? Ja. Ist nicht so schön warm wie meine Susanne. Aber da ich heute nicht so viel hatte, dachte ich, da läuft mein Nachbar. dachte ich, das wird trotzdem hinhauen. Genau. So, und dann habe ich nur noch ein Projekt, was ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar ist das wirklich der Jakobsweg. Ich habe ihn angeschlagen. Ich hoffe, derjenige, der sich da jetzt für interessiert, hat sich den Link angeschaut, weil Entschuldigung, in der Anleitung gibt es leider keine Fotos. Und ich weiß nicht, wie ich es euch anders zeigen soll. Entschuldigung. Ich zeige euch mal die erste Seite. Ja, ich bin ausdruckfaul. Ich hatte keine Lust, 15 Seiten auszudrucken. Und deswegen habe ich die 4 Seiten auf einem Blatt gedruckt mit Vorder- und Rückseite. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Man sieht nur auf dem Bild ein bisschen die große Muschel und dieses Muster, aber nicht die Dimensionen. Damit ihr eine Vorstellung habt von den Dimensionen, habe ich mir die Mühe gemacht und habe mal die Maschen gezählt, die ich jetzt im Moment auf der Nadel habe. Mittlerweile sind es wahrscheinlich schon wieder 12 mehr, weil ich ja wieder noch eine Zunahme gestrickt habe. So, dieses Tuch wird, es ist eine kostenlose Anleitung, deswegen darf ich euch das erzählen, mit Judy's Magic Cast On angestrickt, aber da hatte ich keine Lust zu. Ich habe den türkischen Maschenanschlag genommen und ich finde, der funktioniert super. Wer wissen möchte, wie der funktioniert, dann guck mal bei Thorsten rein. Thorsten von Just Do It. Der hat mehrere kleine Technikvideos und darunter ist auch
der türkische Maschenanschlag zwar für Socken. Er strickt ja gerne Tor ab. Aber das ist ja kein Problem. Das kann man sich ja anpassen, beziehungsweise Maschenanzahl, die man anschlägt, ist ja egal. So. Ja, man schlägt 25 doppelte Maschen sozusagen an. Also hat am Anfang schon 50 Maschen. Und wie ihr seht, bin ich am Fummeln, um euch zu zeigen, wie es aussieht. Naja, es geht ja doch ganz gut. Also hier den Teil, den ich gerade festhalte, der wird glatt rechts gestrickt. Und jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zu drehen hier. So. Ja, das sind diese Knit-Pro-Seile, die sind furchtbar. Moment. So, ich halte es mal von meinem Pullover. Man sieht ganz leicht diese Muschel. Ich gucke mal näher, vielleicht geht das auch. Ich gucke durch die Löcher. Rechts und links hat man Umschläge, dadurch entstehen Löcher. Und in der Mitte hat man verschränkte rechte Maschen. Und dadurch entsteht dieses Streifenmuster der Muschel. Ich ziehe mal die Muschel ein bisschen weiter auseinander. So. Ja. Also sehr viel sieht man noch nicht. Es ist sehr viel glatt rechts. Was sich hier ein bisschen schuppert, und das sind diese Zunahmestellen. Auf der einen Seite macht man aus dem Querfaden und aus der anderen Seite mit Umschlägen, die man dann verschränkt abstrickt. Ja, ich lese euch jetzt mal, wie gesagt, freie Anleitung. Ich lese euch jetzt mal einen Absatz vor, der mir immer noch so ein bisschen das Blut gefrieren lässt. Und zwar, die wichtigste Masche dabei ist der Umschlag in Reihe 2. Eine Masche vor Ende der jeweiligen Nadel. Also ich stricke einen Umschlag. Über diesem Umschlag wird in den nächsten Reihen bis zum Schluss immer eine linke Masche gestrickt. Also in jeder folgenden Reihe muss ich über diesem Umschlag eine linke Masche stricken. Bis zum Ende des Tuchs, bis zur Abschlagkante. Nicht Abschlag, Abkettkante. So, diese linke Masche wird am Ende der Arbeit fallen gelassen und über alle Reihen aufgetrennt, um genügend Weite für das Tuch zu halten. Ja, das, was wir immer vermeiden wollen, in großen Tüchern mit aufwendigen Mustern, machen wir absichtlich. Wenn diese linke Masche nicht über dem Umschlag sitzt, habt ihr ganz am Ende ein Problem. Ausrufezeichen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Maschen gezählt. Es sind 415 Maschen. Es ist bisher ein kleiner Lappen, den ich mir noch nicht um den Tuch, um den Hals wickeln kann, außer ich würde es zusammennähen als Kaul. Ich habe am Ende, glaube ich, eine Spannweite von 2,10 Meter. Ich verstricke insgesamt über 1500 Meter Garn und soll am Ende zwei Maschen fallen lassen. Mein Mann hat gesagt, du spinnst ja. Würde ich nicht machen. Das fand er nicht lustig. Er hat gesagt, und was ist, wenn es daneben geht? Und alles umsonst? Das ist doch nicht witzig. Wir hoffen das Beste. Ne? Also ich denke, ich habe den Umschlag richtig erwischt. Genau. So. Dann erzähle ich euch auch noch, aus welchem Garn ich das stricke. Und zwar aus den Wollfrauen von Schöller und Stahl. Das ist die Farbe 1. Da gibt es auch nicht so viele. Ich glaube, es gibt einen Kiesel und ein Weiß und ein Natur. Ja. Sie nennt sich auch Rheumawolle. Steht zwar hier nicht drauf, aber im Internet wird sie häufig unter Rheumawolle verkauft. Ich habe schon öfter daraus was gestrickt. Wenn man, das ist 100% Merino Superwash. Und da könnt ihr euch ja denken, was passiert, wenn man das tuchnass macht. Wenn das dann schon relativ groß ist, macht es auf einmal puff. Es wird riesig. Ja, aber ich wollte gerne mal so ein großes Tuch stricken. Und ich denke, dass der Weg, dieser Name Jakobsweg, genau das beschreibt. Ja, also das wird eine lange Pilgerfahrt, bis ich das Tuch fertig habe. Aber das macht nichts, ich freue mich drauf. Ich habe das ja schon lange geplant für dieses Garn. Und ich denke, es wird sehr, sehr schön. Ja, im Prinzip bin ich durch. Das war's schon.
eine Woche fleißig gestrickt, mehr oder weniger. Ja, und das ist nicht gewesen. Im Moment mache ich gerade wieder eine Kerze. Ich habe ja die ganzen Reste gefunden und die steht jetzt in der Küche und die zweite Schicht, die kühlt jetzt gerade ab. Und ja, ich bin gefragt worden, wo ich die Dochte kaufe. Ich kaufe sie nicht, wie gesagt. Man kann sie im Internet erhalten. Aber ich finde es relativ unnötig. Man kann einfach ein dickes, normales Baumwollschulgarn nehmen, was man auch nicht groß vorbehandeln muss, und es funktioniert trotzdem. Und wie gesagt, wenn die Kerze mal nicht klappt, weil der doch irgendwie damit irgendwas ist oder so, einschmelzen, neu gießen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich sag mal so, man kann ja nicht viel falsch machen, wenn man die Kerzen eh weggeschmissen hätte. Kaputter kann es nicht gehen. Und das Wachs geht nicht kaputt, das kann man einschmelzen. Genau. Ja, mehr gab es nicht. Was gab es ansonsten noch diese Woche? Nee. Ich glaube, warum nicht? Wir sind relativ glücklich, dass wir mal nicht so viele Termine haben. Im ersten halben Jahr haben wir zwar alle unsere Geburtstage, und zwei der Geburtstage feiern wir jetzt schon am Samstag, jetzt nach der kommt. Ja, aber das ist ja Familienbesuch und dann ist das alles recht entspannt. Ja. Mein Kleinster, der hat seinen Geburtstag hier jetzt bereits gefeiert. Ich bin ganz glücklich, dass er hier gut angekommen ist. Er hat einen netten Freundeskreis gefunden und auch Freude daran, seinen Geburtstag zu feiern. Im alten Ort, muss ich sagen, vielleicht ist er auch sehr wählerisch, was seine Freunde angeht, aber er hatte nicht wirklich Freude am Kindergeburtstag feiern. Und dieses Jahr war er wirklich, wirklich glücklich darüber. Und ich finde es schön, weil es ja sein letztes Jahr ist in der Grundschule. Ja, und dann ist das vielleicht ganz schön. Vor allem, weil das ja hier alles Kinder vor Ort sind. Wenn er dann auf die weiterführende Schule kommt, kriegt er nicht so ohne weiteres mehr Kontakt hier im Dorf. Vielleicht schon noch irgendwie, aber ich glaube, Jugendliche, da sie den ganzen Tag immer unterwegs sind in der Schule und sonst irgendwie, haben es doch vielleicht ein bisschen schwerer, sich überhaupt zu treffen, außer sie sind hier bei Dorfaktivitäten involviert. Ich denke, es ist einfach schwerer als für die Erwachsenen. Also wenn ich mir das angucke, mein Ältester, der jetzt hier zu Hause ist, geht morgens um 7 aus dem Haus und kommt teilweise erst um 4:30 nach Hause. Und da ist mit privat sich treffen irgendwie nicht mehr groß. Finde ich sehr schade, diese Entwicklung, was Schule angeht. Dass die Kinder sozusagen in irgendwelchen betreuten Anstalten ihre Freizeit und ihr Leben führen. Klar, sie haben da ihre Freundschaften, aber so wie wir das hatten, sich nachmittags mit einem Freund zu treffen, das muss man halt alles am Wochenende machen. Ne? Ja. Na, Misha, willst du auch nochmal Hallo sagen? Hm? Ja? Nein? Nicht am Stativ. Komm, na gut. So, gut, bevor ich jetzt wieder was abschweife und das Video nur wieder unnötig lang mache. Achso, doch, eine Sache haben wir gemacht. wir haben angefangen, Pflänzchen vorzuziehen. Genau, wir haben Samen gesät. Es gibt ja einige Pflanzen, die mein Mann gerne sät, zum Beispiel Paprika, die man ja schon im Haus ein bisschen vorziehen sollte, damit sie ein bisschen kräftiger sind, wenn wir sie dann nach der Frostperiode dann raussetzen können. Und es hat sich ganz gut bewährt, sie in so Kübeln zu halten, und ja, sind wir eigentlich ganz zufrieden mit. Und man wundert sich, wie gut selbstgezogene Paprikas schmecken. Ne, man denkt, ach, das wird schon nicht so ein großer Unterschied sein. Doch, also der Geschmack, Tomaten und Paprika, absolut, muss ich sagen. Freue ich mich schon drauf. Und da haben wir jetzt endlich angefangen. Und haben mal durchsortiert, was wir noch alles an Samen haben und was wir noch alles brauchen. Ja, das macht ihnen Spaß und ich finde es auch schön. Früher in einem alten Haus mussten wir das ja alles irgendwie im Haus lagern. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja. Gut, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Wie gesagt, es kommt eventuell ein Technikvideo. Ich muss es mir noch überlegen, ob das geht. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.
und passt auf euch auf. Tschüss.